Herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Elder Scrolls 3 Morrowind. So. Wir sind in Sedanen und jetzt geht's auf nach La Oad. Ah, und. Soll ich auskommen? Nee, ist schon. Unsere Magie noch alle ist. Aufgrund der Gabel der Gänsehaut. Ja, den Weg einfach hinterher. Magie fällt sich gar nicht auf. Seltsam. Merkwürdig. Ich habe gar keine. Ah. Das ist ja ätzend. War das die Gabel? Hab ich die gar nicht mehr. Das ist sehr ätzend. Naja, noch brauchen wir keine Magie. Irgendwie habe ich mich verlaufen. Ah ja, da geht's durch. Ja, wo, wie? So. Okay. Was wollen wir? Stärke, Intelligenz und Willenskraft. Also, Player. So. Ach, sowas. Oh, ich bin so doof. So, und
Power. Okay, Stärke ist wieder in Ordnung und Intelligenz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh, gut. Ja. So. Alles ist wieder so, wie es sein soll. Gut. Gut. Dann sollten wir aber in die richtige Richtung gehen. Genau. Ah, Gott sei Dank. Ja, halb ordentlich. Komm her, du Ratte. So. Bald müssten wir da sein. Ah, das müsste La Ort sein. Gut. Als erstes machen wir den Auftrag fertig. Auch nicht, kann ich ihn ganz schnell finden. Ah, hier. Edrino Areti erzählte mir, dass Murudius Flaccus, einem adligen Halalu,
über 800 Draken schuld. Ich muss die 800 Draken von Morudius, Flaccus und Laoad an mich bringen und sie Etrino Areti zurück. Gut. Heißt, wir suchen diesen Flaccus. Um was geht es denn? Ich suche... Und es geht oft in der Nähe von Fadilas Haus schwimmen. Ich frage mich, was er dort draußen macht. Fadilas Haus ist wo? Ja, dann wird es wohl das hier sein. Also hier wohnt er jedenfalls. Allzeit bereit. Ah, das ist er. Gut, speichern, denn... So. Warum seid ihr hier, Lalo? Habe ich nicht bereits Edrino gesagt, dass ich das Schuldgeld nicht habe? Ich habe gesagt... Okay. Bam. Hast du es jetzt? Ah gut, schon gut, ihr braucht es nicht zu wiederholen. Schaut her, hier ist ein Schlüssel und da Fadilas Haus in der Nähe des Hafens ist eine Truhe. Lass mich nun in Frieden. Gut, das hat uns zwar 500 Draken gekostet, aber... Egal. Wir haben eh zu viel Geld. Ah. Fadilas Haus ist eine Truhe. Ich hätte mir wohl erst anschauen müssen, wo Fadilas Haus ist. Also das ist nicht, das ist es auch nicht, aber die anderen sind nicht unter uns. Das ist Fadilas Haus. Okay. Hat nicht viel mit Schwimmen zu tun. Na gut. Oh, 903. Nicht schlecht. Gut. Dann haben wir das erledigt. Eine Quest weniger. So. Ah ja. Faires Versteck. Ah, da ist er. Ich grüße euch, Fremde. Seid ihr an einem einfachen Auftrag interessiert? Ich sage euch was. Ich muss Vora Helas in Balmora diese Sklavin bringen, als Teil einer Zahlung. Das sollte für euch keine zu schwere Aufgabe sein. Ja, nur ein paar unerledigte Geschäfte zwischen Vora Helas und mir. Ich schulde ihm einen Barzen für ein Geschäft, das wir vor einiger Zeit geschlossen haben. Verbinde hier sollte reichen, um einen Teil des Geschäfts zu bezahlen und noch einiges mehr. Man kann eine Menge Geld machen mit manchen von diesen Sklaven. Interessiert euch die Arbeit? Ich werde ihm die Sklavin für euch bringen. Ausgezeichnet, ihr findet Helas in Balmora im Osten der Stadt. Sagt ihm einfach, dass Relam Arinif euch nicht euch schickt. Seht euch aber mit dieser Sklavin vor. Sie ist mehr wert, als ihr euch vorstellen könnt. Rabbinne hier mag nach nichts aussehen, aber es sind die inneren Werte, die zählen. Ihr versteht, was ich meine. Gut. Komm, Robin, wir müssen dich wegbringen. Fasst euch kurz oder geht. So. Sabin ist zu verängstigt, mit euch zu sprechen. Speichern. Überzeugen. Sind wir zu weit weg? Ah, da gibt's noch Balmora. Nun, eigentlich haben wir jetzt die Wahl, gehen wir nach Balmora oder nach Ebenholz. Also ich gehe erstmal in die Richtung.
Schau euch weiter. Okay, das geht schon. Jetzt ist er dann nicht mehr verängstigt. Oh, nervig. Gut, wir sind jetzt in der Bitterküste. Vielleicht geht's jetzt. Nein. Ah ja. Ich hoffe, das verbessert sich noch. Gehen wir nach Glamora. Oh oh. Glamora, da müssten wir eigentlich... Okay, ja, eigentlich geht's hier nach Osten. So eine Straße, die nach Balmora führt. Wer hat mich denn da in die Wegweiser geschickt? Naja. Da ist geht's noch bei Mora. Also. Ja. Ja. So. Nee, passt schon, komm her. Wolle du reden? So, jetzt. Oh nein, jetzt fängt wieder Ruckeln an. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ah, wunderschön. Schon. Oh, nervig. Jetzt geht's wieder. Hey, es ist echt seltsam. Da kommt sie. Vor Rahelas.
Wobei, das ist viel. Warte, vielleicht geht es schneller. Nö. Müssen wir hier suchen. Da, okay. Ganz im Nordosten. Sein Haus sein. Ist aber abgeschlossen. Der zweite Eingang ist unerreichbar. Da oben. Ah, boah. Ja, ein unerreichbar eigentlich nicht. Auf versperrt. So. Viel zu komplex. Du hast verloren. Ihr müsst dies sein, den Rela Marin geschickt hat. Ja, dieses Laden war seine letzte Bezahlung, mich oder eher, was sie in sich trug. All diese Mundzeuge, den er sie schlucken ließ, wird mir gute Preis bringen. Danke für Hilfe, Lieferung hier, nehmt dies. Jawohl. Es ist gut, dass dieser Vorrat Helas tot ist. Er hätte Rabbiner umgebracht, nur um an Arzneien in meinen Magen zu kommen. Seid nochmal gedankt, ihr seid Rabbiners einzige Hoffnung auf Flucht. Ja, mit eurer Hilfe kann Rabbiner es zu Im Kilaya in der Argonischen Mission ebenfalls schaffen. Werdet ihr mir helfen? Ich werde euch helfen. Ihr seid zu freundlich zu Rabbiner. Habt noch einmal Dank für eure Hilfe. Wollen wir nicht gemeinsam reisen? Gut. Hattest du was dabei? Irgendein komisches Zeug. Okay. Dann geht's ab nach eben jetzt. Es geht aber schneller mit einem Schlickschreiter. Viel schneller. Aber ich frage mich, warum hat's vorhin so geruckelt? Seltsam. Einfach hoffen, dass es nie wieder passiert und mehr kann man dann auch nicht machen. So. Grüß Gott. Warum gehen, wenn ihr auch reiten könnt? Gute Idee. Nein. Wo steckt der Sklave? Ey, das war doch jetzt bescheuert, oder? Warum ist die blöde Kuh ins Wasser gefallen? Ach, der ist noch... Kommst du? Oh, echt. So viel Dummheit gehört eigentlich bestraft. Wenigstens das schafft sie. Oh nein. Du bleibst schön flüssig.
Warum gehen, wenn ihr auch reiten könnt? So. Wo wollt ihr hin? Zur Möglichkeit schnell nach Ebenherz? Nee. Wohl. Gut, den Rest müssen wir laufen. War. Oder gibt's hier ein Boot? Ah, hier gibt's. Fragen wir mal den Kerl mit etwas Glück. Kann man nach Ebenherz schippern? Aber sonst müsste ich die Folge hier beenden. Lalu erstmal. Da. Wo ist sie? Nein, war ich zu schnell. Flunkenviertel. So. Sprecht. Heute zu viel Geld ausgegeben. Für nichts. Lalu. Was wollt ihr? Geht komischerweise nicht. Müssen wir wohl. Okay. Hier lang. So. Schneller. Oder? Wir schneiden einfach was aus. Bitte. Ich werde euch zuhören, aber fasst euch kurz. So, zum Tempel. Jetzt ist ja der Tempel näher. Beeilt euch. Also laut ihr nicht. Aber laut der Karte, da müssen wir einfach nur noch nach Westen schwimmen. So. Okay, ich überziehe die Folge einfach mal ein, zwei Minuten, damit man die Abgabe noch in der Folge machen kann. Hoffentlich finde ich die agonische Dingenskirchen wieder. So. Das Gewässer scheint recht friedlich zu sein. Da ist er. Ein super Schwimmstil. Schwimmstil. Liegt wohl daran, dass wir Katzen sind. Katzen lieben ja bekanntlich Wasser. So. Händlergilde, Händlergilde, Händlergilde. Händlergilde.
eine argonische Mission. Ich grüße euch. Frau Binner wird den Weg in Sicherheit finden. Sie wird hierbleiben und jemanden suchen, der helfen kann. Ja. Sie wird hierbleiben. Lebt wohl. Khajiit hat keine Zeit für dich. Warum? Jetzt check ich's erst. Warum ist denn der Khajiit in der agonischen... Egal. Sie ist hier sicher. Passt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ja, beim nächsten Mal sehen wir uns in Vivec wieder, um die eine Quest abzugeben, die uns nach Laort geführt hat. Also, bis zum nächsten Mal. Ich grüße euch.